Augenstein. Viele sind heute der Meinung, dass das Ergebnis, was die Leistung angeht, doch ein bisschen zu hoch für Nöttingen ausgefallen ist. Was meinen Sie? Ja, absolut. Ich glaube auch, dass wir heute unter Wert geschlagen worden sind. Gerade erste Halbzeit machen wir ein ganz klares Tor, das für mich eine Schlüsselszene ist in dem Spiel. Natürlich hat man auch viele Chancen, die man nicht reinmachen. Und letztendlich setzt sich dann die individuelle Klasse von Nöttingen bei uns durch. Das Tor haben Sie als regulär gesehen? Richtig. Ich habe ihn gefragt. Der Ball war lang in der Luft. Adwan Halili kommt lang, läuft in den Ball rein. Also das kann meiner Meinung nach nie Abseits gewesen sein. Hätte das Spiel da einen anderen Lauf nehmen können? Was meinen Sie? Ja, alles wenn und aber. Es, wie gesagt, ich sah es als Schlüsselszene an. Es ist jetzt so, wir können da nicht jetzt nachweinen. Wir hatten genügend Möglichkeiten, noch das ein oder andere Tor zu machen. Und von daher ist die Situation erledigt und wir schauen weiter nach vorne. Es sieht natürlich auf dem Papier nach einer hohen Niederlage aus, aber wenn man sich so gegen Nöttingen verkauft, kann man doch Grund zur Hoffnung haben. Ja, absolut. Die Einstellung, die Mannschaft, was sie abruft, das passt. Von daher, wir werden weiter einfach von Spiel zu Spiel schauen und wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken. Es geht weiter positiv nach vorne und das Spiel heute hat es gezeigt, was die Mannschaft in der Lage ist. Und von daher oder werden wir ganz normal weiter uns konzentrieren und weiter versuchen, Punkte zu holen. Könnten Sie ein paar Details hervorheben, also was besonders gut geklappt hat heute oder vielleicht was noch am ehesten anzugreifen wäre im Training vielleicht? Ja klar, was ich gut fand, gerade die erste Halbzeit sind wir sehr diszipliniert gestanden. Wir wussten, wie Nöttinger uns anlaufen wird oder wie sie uns auch versuchen, in die Schnittstelle reinzuspielen. Da haben wir uns gut darauf vorbereitet. Das fand ich gut, hat die Mannschaft gut umgesetzt. Was man natürlich, wo man dran arbeiten müssen im Spiel nach vorne, einfach klare Bälle, da konzentriert zu bleiben und letztendlich auch im Torabschluss da noch bissiger, noch willensstärker zu werden. Und dann sind das, glaube ich, gute Ansätze, wo uns wieder weiterbringen werden. Die nächste Aufgabe wartet auf Sie in Stuttgart bei den Stuttgarter Kickers 2. Was wird das für ein Spiel? Was meinen Sie? Ja, ich denke, das ist ein ähnliches Spiel auch wie heute oder überhaupt die letzte Zeit, die Spiele, seit ich da bin. Mir werde ganz einfach versuchen, hin gut zu stehen und im Spiel nach vorne, wie ich es eben schon gesagt habe, uns zu verbessern und gezielt über Konter zum Torerfolg zu kommen. Und dann werden wir einfach sehen, was dabei rauskommt. Herr Augenstein, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Dankeschön, schöne Ostern.